Heute ist Tag des Ehrenamtes. Wir als CDU-Landtagsfraktion beschäftigen uns deswegen eine Woche lang mit euch, mit den Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern in Nordrhein-Westfalen, weil ihr die Gesellschaft zusammenhaltet, weil ihr mit eurem Tun uns aus den eigenen vier Wänden holt, in die Gemeinschaft, in die Gesellschaft. Und deswegen widmen wir euch eine Woche. Normalerweise sind meine Kolleginnen und Kollegen das ganze Jahr über unterwegs, auf Veranstaltungen, auf Festen, bei euch vor Ort. Und da dies in Corona-Zeiten leider flach fallen muss, haben wir die schönsten Erinnerungen in dieser Woche zusammengetragen aus ganz Nordrhein-Westfalen, um euch Dank zu sagen für eure tolle Leistung für die Gesellschaft. Ja, Tag des Ehrenamtes. Es ist natürlich ein Tag, wo wir auch als Landesregierung sehr gerne Danke sagen. Und das tun wir nicht nur in diesen besonderen Zeiten, sondern wir bemühen uns, das wirklich über das Jahr hin bei all unseren politischen Entscheidungen mitzubedenken, wie das Ehrenamt in der Gesellschaft auch dauerhaft gestärkt werden kann. Das heißt, wir losen jedes Jahr einen Preis aus und haben dort wirklich den Engagierten des Jahres quasi. Das steht jedes Jahr unter einem anderen Motto, also ein Engagementpreis wird ausgegeben. Dann haben wir natürlich unsere Ehrenamtskarte, die man eben als Kommune oder als Kreis auch beantragen kann, um den Engagierten Danke zu sagen, die sehr lange und sehr viel ehrenamtlich tätig sind. Darüber hinaus haben wir sehr viele Projekte, die wir unterstützen und wir sind halt sehr, sehr gut vernetzt und so ist es uns gelungen, demnächst eben auch tatsächlich eine Strategie für das ganze Land zu haben, was alle Themenfelder des Engagements umfasst. Also, ihr alle da draußen in den 120.000 Vereinen in Nordrhein-Westfalen, ganz herzlichen Dank. Man kann es nicht oft genug sagen, nicht nur in diesen Zeiten, aber auch in diesen Zeiten. Herzlichen Dank und wir zählen weiter auf euer Engagement, denn ohne euch geht es nicht. Danke.